Moin moin, weitere Folge Little Nightmares für die Switch. Die gleiche Stelle, wo wir beim letzten Mal waren, und zwar, wo ich echt aufgehört habe, weil ich es nicht mehr abkonnte, wo ich dann da gestorben bin, und zwar bei diesen Schattenmonstern. Das machen wir jetzt. Die killen wir jetzt. Zwei? Ich glaube, wir sind irgendwie 1000 Stück. Ich hasse die Viecher. Oh! Okay, ein paar. Alter, ich weiß nicht, wie viele da kommen. Oder muss ich einfach weitergehen? Da kommen andauernd welche. Kann natürlich auch sein. Was ist das? Das ist ein Schalter. Mal holen. Oh Mann. Ich glaube, es kommt kein bisschen Schattenviecher noch. Finde ich irgendwie eklig und widerlich. Aber lassen wir sie jetzt aber mal an. Man weiß ja nie. Das sind echt widerliche Viecher. Oh nein! Bin ich hier in so ein dummes Loch gefallen? Oh, wie dumm war das denn? Wie dumm war das denn? Ist gar nicht so leicht, irgendwie. Naja, das war jetzt mein eigener Fehler, einfach nur bescheuert da runterzufallen. Aber immerhin bin ich in den nächsten Raum reingekommen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht, oder? So. Die Ladezeiten. Ach, guck mal, wir sind auch gleich im nächsten Raum wieder drin. Das ist natürlich gut. Okay. Also, obwohl sie teilweise echt schneller drauf gehen, aber legen wir das auch mal ein. Eieiei. Das ist leider, wir sind schon hoch. Dann machen wir mal lieber an. Tür. Da oben geht's weiter, glaube ich. Aber wie kommen wir da hoch? Ist die Frage. Hier über die. Über diese Bücherscheiße hier. Oh, das geht hier runter. Ah, okay. Oh nein! Oh nee. Wie dumm war das denn?
Das war ja bleib bescheuert. War es gar nicht so schlimm mehr mit den kleinen Monstern, weil ich es so ein bisschen herausbekommen habe, wie ich die am besten erwische und auch wegspringen kann, wenn die halt ja, zum Anlauf ansetzen, ne? War auch nicht verkehrt. Ich handle nochmal. Oh nein, ich wollte doch die Leiter erwischen. Scheiße. Ach Mann. Jetzt sterbe ich hier zum Ende hin echt tausendmal. Das ist doch zum Kotzen. Das ist wirklich blöd. Ah, was könnte man als nächstes spielen? Nur so nebenbei. Ich überlege gerade, was man als nächstes noch als Game mit reinnehmen könnte von der Switch. Ist auch immer so ein paar coole. Lass mal überlegen. Kommen auch noch ein paar Highlights raus, eigentlich, ne? Ich will auf jeden Fall Mario Tennis spielen, da freue ich mich sehr drauf. Auch wenn man es natürlich mit mehreren Leuten spielen kann. Aber da werden wir den Story-Modus hier angehen, definitiv. Auch zum Release gleich den Tag, obwohl es natürlich wieder irgendwelche Nintendo-Heinis wieder irgendwie 20 Wochen vor uns haben. Aber so ist das. Kommt man nicht gegen an als kleiner YouTuber. Gratis-Sachen bekomme ich nicht. So. Okay. So, hier geht's runter. Mein Gott, wieso dauert das so lange, bis er tot geht? Hier kann man schon dran drehen. Seht ihr da irgendwas? Angedreht habe noch nicht, ne? Ah, guck mal, da geht's auf. Zugangstür? Wahrscheinlich, ne? Nochmal. Oh! Wo kommen denn da so viele? Mann. Kommt bloß immer wieder, wenn ich hier bin. Ah, Spastis.
Oh, tut mir leid. Ich hoffe, sie waren nicht wertvoll. Oh. Da ist noch eine Figur. Das ist die Runde. Ah, cool. Die fehlt uns ja noch unten. Aber wie kommen wir da raus? Wo reingetan wir in das Buch? Da kommen wir definitiv nicht mehr raus. Da irgendwie auch nicht. Auch schon so aus der Henkel, so ein bisschen komisch. Ach, sind wir da wieder, okay. Dann weiß ich ja, wo wir sind. Dann müssen wir die letzte Figur ja nur noch hinstellen. Und dann müssten wir ja die große Tür öffnen können. Hoffen wir, dass hier keine von den schwarzen Viechern noch rumlaufen. Muss ja jetzt echt nicht sein. So. Was passiert jetzt? Ah, guck das an. Spiegel kaputt. Alle Spiegel kaputt, wie immer. Wieso mag die gute Frau bloß keine Spiegel, ne? Sie das? Nee. Das siehst du auch. Nee, anscheinend nicht. Da ist sie. Da sneaken wir mal hier dran vorbei. Oh, sie kann uns ja im Spiegel auch sehen, theoretisch, ne? Oh nein! Oh oh. Wo ist sie nur hin? Oh, jetzt hat sie vielleicht sich irgendwo. Nein, sie ist hier irgendwo. Hilfe, da bewegt sich schon was, oder ist sie? Ich darf mal rankommen. Ich glaube, jetzt ist die Tür drüben auf.
Oh nein, oh nein. Hä? Nein, da kommt sie. Oh nein, was hat sie vor mit mir? Ach, scheiße. Tot? Da kommt eine Zwischenszene. Ach Quatsch, jetzt bin ich ein Wicht. Ach, dann gibt das Ganze ja wieder Sinn. Ach Quatsch. Wir verwandeln uns immer in so Wichte. Oh. Ach, deswegen. Ach, dann sind die fressenden Schweine wieder. Hier, oder? Kann ich Sachen tragen? Nee, ich kann auch keine Sachen tragen. Ich ja vorher immer. Deiner Weg geht das nicht mehr. Da ist ein Loch rein hier. Ach, da kann man auch durch. Oh nein! Bin ich der, der ihnen die Wurst anbietet gleich? Dann werde ich gefressen. Ich hoffe nicht. Kommt Six doch gleich rein und Hunger, ne? War das die Szene? Ach scheiße. Das ist ja auch Sünde. Tja, so schließt sich der Kreis. Das ist ja auch echt fies. Ja Leute, das war's. Wenn ihr keine Lust mehr habt, könnt ihr natürlich ausmachen oder guckt euch diesen wunderschönen Abspann an. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da oder eben einfach nur ein Abo. Haha. ja, das Spiel selber an sich, ich finde es genial. Man muss nicht so viel machen, aber es macht mehr Spaß als diese blöden Spiele, wo man nur weglaufen muss und gar nichts machen kann. Hier kann man ein bisschen springen. Das ist ein bisschen Geschick vonnöten. Ich finde es super. Kann ich Ihnen empfehlen, sich das zu holen und einfach mal zu spielen. Wenn ihr es natürlich jetzt gesehen habt, ist natürlich nicht so spannend. Okay, seht jetzt. Das war doch mal nett. So, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.